Nächste Runde wird brutal. Also nächste Runde gibt es keine Gnade. Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu Dead by Daylight. Wir sind heute als Ghostface unterwegs, also als Killer. Und es ist zwar Halloween, aber ich finde irgendwie, der Killer hat so ein bisschen was von Ostern, weil man die ganzen Eier hier auf der Map suchen muss. Ja, die versuchen, meine Generatoren wieder in Gang zu bringen, aber ich will das ja gar nicht. Wo? Wo soll ich hin? Da soll ich hin? Was bist du für Kameradenschweine? Komm mal her hier. Da müssen wir aber drüber reden. Das geht doch gar nicht. Haut sie erstmal ihre Mates in eine Pfanne oder was? Oder sollte ich nur abhauen? Nein! Warum? Das ist nicht cool, Alter. Wir können hier nicht so ein abgekatertes Ding machen. Okay, dir sei vergeben. Ach, ich bin so ein schlechter Killer. Dir sei vergeben. Komm, du kriegst doch mal hier 10 Sekunden Vorlaufzeit. Beim nächsten Mal hau ich dich weg. Wenn du mir hinterherkommst, bringe ich dich um. Ja, geben wir ja nochmal eine kleine Chance. Ich habe das tatsächlich sehr oft heute, dass Leute ankommen, ein bisschen rumdippen und Frieden wollen, warum auch immer. Also jetzt reicht's. Also, irgendwo hört's auf, mein Fräulein. Ich kann dich hier nicht den ganzen Tag einfach mitschleppen, du. Das geht nicht. Du kannst hier kein Praktikum bei mir machen, ja? Du hast ja nicht mal ein Messer. Der schlechteste Praktikant, den ich je gesehen habe. Haben wir denn hier einen Haken? Alter, ich sehe nichts. Wieso ist denn hier kein Haken? Hier ist immer ein Haken. So, gut, dann kommst du halt doch ein bisschen mit. Du wirst wahrscheinlich sowieso gleich runterhoppen. Ja, guck mal. Sieh mal einer an. Da haben wir doch einen. Maßgeschneidert. Wie für dich gemacht. Ich habe das den ganzen Tag schon, dass Leute so denken, so, ja, ich mache mich einfach mit dem Killer cool und dann laufe mal ein bisschen rum. Total skurril. Und durch das Halloween-Event, da die Leute, wenn sie mich stunnen, leere Energie kriegen, die sie im Spalt einfügen können, hat auch jeder zweite Hans hier eine Taschenlampe dabei. Witzigerweise. Das war unten. Hier oben ist auch gar nichts weiter los, ne? Müssen wir mal runterschauen. War hier nicht ein Loch? Nö. Hier haben die einen Generator fertig gemacht. Da höre ich doch wen laufen. Und gestern war auch zu geil. Da habe ich eine Quest gehabt. Ich muss 8-mal den gleichen Überlebenden umbringen. Messern. Und ich habe mir dann einfach den Schwächsten aus der Gruppe rausgepickt, habe den 8-mal angestochen und die anderen, selbst wenn die direkt vor mir standen, habe ich immer in Ruhe gelassen, damit sie den bloß wieder aufheben und heilen. Und der, ich glaube, der war richtig abgefuckt nach der Runde. Der hat schon gar keinen Bock mehr gehabt. Und ganz zum Schluss, die letzten Male, ich muss dazu sagen, ich habe nach 7-mal habe ich das Gefühl gehabt, ich habe, also da hatte ich vergessen, wie weit ich jetzt eigentlich schon war, ungefähr 7-mal. Also habe ich einfach wieder von vorne angefangen. Und dadurch konnte ich den gute 15 Mal bestimmt messern. Und zum Schluss wollte der schon gar nicht mehr weglaufen. Bleib doch mal hier. Gleich habe ich dich, Sydney. Falsche Seite. Ich mach dir nichts draus, passiert mir aber manchmal. Wo bist du? Ich höre hier doch wen heulen. Nee, dich brauche ich jetzt nicht. Springt sie mir direkt in die Arme. Hier, guck mal, und hier ist gleich ein Haken. Das findest du aber doof, ne? Pass auf, und dein Kumpel, der dich gleich abhängen will, der ist ja runtergelaufen eigentlich, oder?
Die ist jetzt schon wieder ab. Das ging aber sehr schnell. Hast du es selber abgehangen? Oh, die ist aber schon weit, weit weg hier im Flur. Ist die die... Oh, das ist jetzt... Tja, ich laufe rückwärts, mein Freund. Das war wohl nix. Komm mal her hier. Das war der Erste. Willst du nicht die Palette umschmeißen? Wo bist du denn? Wieso jammerst du denn gar nicht? Ich höre dich nicht. Normal ist das immer egal, wenn ich die außer Augen verliere. Weil ich die immer hören kann. Komm her, Sydney. Ach, dich hatten wir doch schon. Oh, du hängst jetzt schon zweite Mal denn. Ach, Kumpel. Was mache ich denn mit dir? Das macht ja wenig Sinn, dich zu jagen, ne? Guck mal. Jetzt bist du zweite Mal da, aber ich gehe weg. Du kannst ja abgehangen werden. Bin ich ja Freund, ne? Boah, die sind gleich weg hier. Bin auf der Map auch überhaupt nicht gut. Ich verliere mich auch ständig in der Karte. Also den Überblick. Er ist wieder abgehangen worden. Da haben wir ja den Polizisten. Schau mal einer an. Dich wollen wir doch haben. Hast du nicht geguckt, wo ich langlaufe, ne? Komm mal her. Was sollte mir das Dippen denn sagen? Willst du mich jetzt ernsthaft weglocken? Du läufst für dich alleine. Hast du gar nicht mitgekriegt, ne? Ah, den hängt keiner ab. Ist ja ärgerlich für ihn. Ja, pass auf, ich geh mal darüber, ja? Oh. Was sehen meine Augen denn da? Hi. Du bist hier lang gelaufen. Warte, ich versteck mich hier mit dir. Okay, hier findet uns keiner. Ich gehe in die Ecke. Hier soll ein Killer sein. Hast du den gesehen? Okay, ich guck ganz vorsichtig, ja? Ich bring dich in Sicherheit. Warte, nein, ich muss sie doch noch aufhängen, damit sie in Sicherheit ist. Ja, hier ist übrigens keine Palette mehr. Die hat deine Freundin schon umgeschmissen. Ja, jetzt müssen wir aber weit laufen zum Haken. Wo haben wir denn hier einen Haken? Oh, die erscheinen mir alle so weit weg. Das schaffe ich ja nie. Wieso ist hier denn keiner in der Nähe? Der da. Oh. Warte, Freund, du bist mir runtergefallen. Ich beschütze dich. Du musst bei mir bleiben. Nur bei mir bist du sicher. Was soll das denn? Du kannst mich doch nicht zurücklassen. Hier ist ein Killer. Bist du runtergelaufen? Wäre ich du, wäre ich hoch oder runter gelaufen. Ich
Okay, hier ist keiner. Dann ist er hochgelaufen, wa? Ja, die brauchen nur noch einen Generator. Au. Da wurde ein Skillcheck verkackt. Da bist du ja wieder. Komm her, Freund. Ich will nicht alleine sein. Ich habe Angst. Sydney. Seid alle für mich, Sydney. Oh, Alter, diese alte Heulsuse. Bitte töte mich nicht, meine ganzen Punkte. Da können wir ja eigentlich keine Rücksicht drauf nehmen, ne? In welchen Raum habe ich die denn verloren? Oh, guck mal. Heb sie nicht auf! Das ist meine Freundin. Lass sie in Ruhe. Verdammt. Was? Ihr habt sie aufgehoben. Du musst da liegen. Du bist doch meine Freundin jetzt. Okay, euch beide nehme ich mit. Echt jetzt? Du hast ernsthaft gedacht, das funktioniert? Du warst viel zu dicht dran, mein Freund. So, erstmal musst du jetzt am Haken, ne? Ja, du hast mir treue Dienste erwiesen. Du hast mir ja geholfen, deinen Freund zu fangen. Du bist ein richtiger Verräter. Hänge ich dich am Haken? Hier ist eine Tür. Eigentlich müsste ich ihn umbringen, sobald die Tür auf ist. Und dann am Haken hängen. Wäre auf jeden Fall nice. Die anderen beiden sind da drüben. Der Kopf ist wieder frei. Nein! Ihr dürft ihn nicht heilen! Nein, geht nicht weg. Geht nicht weg. Warum? Nein. Nein. Nein, du kriegst keine... Nein, ich möchte nicht, dass du... Nein. Komm ich jetzt hier, ja? Guck mal. Aufheben, aufheben. Ich kann nicht. Verdammte Leertaste. Jetzt sag bloß, dein Freund steht immer noch da drüben. Du bist doch nicht ernsthaft noch drinne. Ja, komm. Geh. Geh. Nein. Können sie ja alle Punkte abstauben. Ja, frech. Jetzt geh! Ernsthaft, was soll ich mit deiner Taschenlampe? Obwohl, ich könnte jemanden erschlagen, das wäre auch geil. Nächste Runde wird brutal. Also nächste Runde gibt es keine Gnade. So, zweite Runde. Neue Runde, neues Glück. Dieses Mal gibt es keine Gnade, wie schon erwähnt. Wir werden hier alle Überlebenden einfach weghauen. Da wurde schon was verkackt, direkt am Anfang. Oh, der ist so weit weg. Den sie versemmelt haben. Schon wieder was verkackt. Oh, das sieht ja gut aus für mich. Also auf jeden Fall ist hier einer dabei, der es mir leicht machen wird.
Hi. Du läufst ja gar nicht richtig weg. Das war wirklich einfach. Erstmal müssen wir den Gen wieder ein bisschen runterholen. Wunderbar. Komm mal her hier. Du bist aber nicht gut getarnt hier. Du grüne Klamotten auf weißer Landschaft. Man, wir sind hier nicht im Regenwald. Was ist denn das für ein Viecher? Nett, nett. Den können wir auch schon mal kaputt machen. Nachdem wir sie geschnetzelt haben. Komm her hier. Ich brauche noch was für meine Gulaschsuppe. Haha. Falsche Richtung. Komm her. Okay, ich muss... dich einmal anhauen. Die ist zumindest verwundet. Ey, was machen die denn da? Vielleicht ist das so ein Nabbel wie ich. So Dead by Daylight, 6 Jahre auf dem Markt, zum ersten Mal gespielt und rafft nicht, was er hier machen muss. Ich meine, das ist mir auch lange genug passiert. Gehen mal hier hoch gucken. Das wäre jetzt besser, wenn ich die Tür schon aufgemacht hätte. Aber... ach, die ist hier oben. Ah, jetzt weiß ich auch, was du verkackt hast. Hi. Guck mal, was da unten rumläuft. Oh. So viele Freunde, wie du hier hast. Erstmal tauscht die beiden jetzt die Plätze. Sie läuft rum. Und du gehst auf die Ersatzbank. Wie beim Fußball. Wer heult denn hier? Weinst du über mir? Oh, ich glaube, die muss getröstet werden. Die braucht einen Freund, der ihr zur Seite steht. Und ich bin dieser Freund. Wo ist sie denn? Das heult die gar nicht mehr. Die hat mich verarscht. Ah, da bist du ja. Lass mich dir helfen. Ich trage dich in Sicherheit. Du kannst doch nicht hier ganz alleine ohne deine Eltern rumlaufen. Das ist ja... weißt du, was hier alles passieren kann? Ja. Ich hab dich gesehen. Okay, jetzt brauche ich auch nicht mehr crouchen. Ah, ich hing am Stein. Das hat dir natürlich sehr geholfen. Ein Glück hast du so ein Leuchtsymbol hinten drauf. Du weißt aber schon, dass ich hier trotzdem lang komme. Das war der erste. Das war der zweite. Du hast es versucht. Muss man fairerweise sagen, er hat es versucht. Er hat sein Bestes gegeben. War nur leider nicht gut genug. Killer ist viel geiler als Survivor. Das kann ich zumindest. Zumindest mit dem hier, also mit Ghostface. Der ist halt mega nice. So, wen haben wir denn hier noch?
Müssten auch mal anfangen, wieder Generatoren kaputt zu machen. Sonst entwischen die mir noch. Ich meine, die haben schon einen fertig jetzt sogar. Da wurde wer abgehangen. Der ist jetzt auch fertig. Dann sind die noch da gelaufen. Jetzt werden sie den oder den in der Hütte machen. Oder die heilen sich erstmal hier. Hi. Ah. Junge Dame. Wie oft hinkst du denn schon? Okay. Du hast auf jeden Fall noch eine Chance. Oder auch nicht. Die wurde dir aber schnell genommen. Achtung, da bin ich wieder. Ich habe doch hier jemanden gehört, wie er im Spind gegangen ist. Da bist du ja wieder. Oh, guck mal, ich habe hier einen richtig schicken Haken für dich. Da kannst du auf den Generator gucken. Du kannst per Telekinese ja versuchen, den heile zu machen. Guck mal, ich nehme meine Krallen weg. Oh, ja, du musst dich schon auf den Generator konzentrieren, ne? Sonst wird das nichts. Kaputt machen, das darf ich nicht vergessen. Da drin ist niemand. Der ist auch schon so weit. Da. Hat dich noch keiner geheilt in der ganzen Zeit? Das ist ja traurig. Das ist ja echt ärgerlich. Ja, du bist doch ganz schön. Also muss ich sagen, mit dem grünen Pullover, der ist fast unsichtbar hier drinnen, ne? Wer hätte es gedacht? Haben wir hier irgendwo einen Haken? Oh, das ist ja praktisch. Das ist ja wunderbar. Bis jetzt haben wir nur ein Toten. Das reicht uns nicht. Wir wollen vier Tote. Den haben sie ja schon heile. Ich gehe stark davon aus, dass die hier wieder in die Ecke gehen. Ja, fast. Was wird denn das? Wo willst du? Bettelst du um Gnade? Bettelst du echt um Gnade? Ja, ich bettel um Gnade. Bitte lass mich leben. So geht das Spiel nicht. Es tut mir leid, ich habe echt letzte Runde schon so viel Gnade walten lassen. Ich kann das jetzt nicht schon wieder gebrauchen. Ja, man zweifelt noch an meiner Autorität hier in dem Spiel. Mich nimmt auf der Killer-Con nimmt mich ja gar keiner mehr ernst, ne? Diese einmal im Jahr. So, jetzt haben wir noch Sean Connery, der war doch auch noch hier irgendwo in der Ecke. Tut mir auch ein bisschen leid. Oh, der hat eine Chance zu entkommen durch die Luke. Ich habe schon drei gekillt. Klingt ja erstmal vernünftig. Ich höre die Luke. Ich sehe die Luke. Ich lasse die Luke offen. Sean Connery, du musst zu mir kommen. Kommt. Da war er eben. Der ist ja eben gerade lang gelaufen. Ich habe ihn gesehen.
Achso, du hast versucht, den Gen zu reparieren. Ja, das ist auch eine Möglichkeit. Ja, klar, wenn ich an der Luke warte, warum nicht, ne? Geben wir einem eine Chance. Du warst jetzt nicht gerade als Teammate des Jahres zu bezeichnen, ne? Guck mal, ich zeig dir einmal, was du verpasst. Ja, David, da kommst du leider nicht mehr hin. Oh, der Haken ist ja so weit weg. Scheiße, vielleicht kommt er da doch hin. Er wiggelt aber nicht. Das tut mir so leid, dass alle sterben mussten. Der Killer ist halt, also mit Ghostface Killer. Top, kann ich nur empfehlen. ja, das war's wieder mit einer Runde Dead by Daylight als Killer. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Danke fürs Einschalten. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao.